Geht doch mal, Freunde, seid herzlich willkommen. Heute wieder eine richtig geile, gediegene Runde Forza mit den zwei Profi-Rennfahrern, Deko und meiner Wenigkeit. Hallöchen, Deko erstmal. Astronauten, Reismutschatschos, die Schwitzigen ist leider grault und ja, wir sind Profis. Also unbestreitbar, kann man wenig gegen sagen. Richtig, richtig gute Profis. Hallo. Richtig krasse Profis. Wir haben in der vorletzten Runde, ja, haben wir es so ein bisschen geschafft, in einem anderen Spielmodus zu rasieren. Querfeld ein. Jetzt machen wir mal ein Dirt-Rennen. Im letzten Rennen, ja, beziehungsweise in der letzten Folge, habt ihr wahrscheinlich gesehen, haben wir ordentlich auf die Fresse bekommen. Allerdings waren das auch sehr, sehr starke Gegner. Und wir haben es geschafft, nicht letzter zu werden. Das heißt, man merkt, man wird besser. Man wird nicht... Ja. Direkt zum Profi-Rennfahrer. Was meint Marvin? Das war der vorletzte, der zweitschwierigste Schwierigkeitsgrad an Gegnerfahrer, genau. KI quasi, die wir hatten. Es gab glaube, nur noch das KI. Ist bei diesen Forza-Dingern. Experte. Also, genau, also Experte wäre noch besser gewesen. Wir hatten sehr, sehr Erfahrene oder so, ist das, glaube ich, der Schwierigkeitsgrad. Ja. Wir haben uns nicht schlecht geschlagen, auch wenn wir verkackt haben. Mal wieder? Mal wieder, ja. Aber jetzt hat Marvin wieder ein anderes Rennen. Mal schauen. Genau, jetzt habe ich nämlich das Dirt-Rennen, was wir zuvor, glaube ich, noch nie so wirklich gefahren sind. Vielleicht mal im Livestream. Und du darfst dir jetzt aussuchen, welche Klasse wir fahren. Ich kann S1, ich kann A, ich kann B, ich kann C. Was willst du haben? S2. Hast du A800? Können wir machen, ja. Hätte ich auf jeden Fall was da. Dann hätte ich jetzt aber ganz normal den Ford Bronco genommen. Denke mal, der ist gar nicht so schlecht hier. Und ich kann tatsächlich auch nur den Ford Bronco wählen. Eine verdammte Kaka! Also man kann natürlich Event Lab, ne, kann man alles einstellen, wie man will. Aber dann darfst du jetzt erstmal nochmal mit dem Ford Bronco fahren. Du bist ja gar nicht so kacke gefahren. Du hast ja keine Hilfssysteme. Und eigentlich mein Toyota Supra nehmen. Ich hatte keinen, ja genau. Ich habe auch bei dem Rennen, wo Marvin Erster wurde, immer verkackt bei den Sprüngen, die ich eingebaut habe. Ja, die sind auch böse. Da ging es dann immer irgendwie in der Luft irgendwo anders hin, wie die Strecke eigentlich fuhr. Mal schauen, diesmal lasse ich die Sprünge aus, wenn es möglich ist. Lass uns einfach gewinnen! Einfach gewinnen! Attacke, Matocke, komm schon! Ja, ja, ja! Windschatten geiern. Alter, da bin ich am vorbeigeschlitten. Ja, ich habe mich da auch ein bisschen nach vorne gestreichelt. Das war angenehm. Ein bisschen bremsen hier. Ah, der überdreht da schon wieder so ein bisschen. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja, bei mir auch gerade. Diese scheiß Geländerennen, Alter. Ja. Oh, ein bisschen mehr in die Kurve gehen, das war gar nicht gut. Aber haben wir, dritter Platz. Ich bin ins Schleudern gekommen. Vorbei. Bin an aber dem. Noch dabei. Ja, erster, Bruder, erster. Zieht auch eiskalt hier rüber, ne? Okay, Marvin wieder erster. Komm schon, Marvin. Oh, und die war kacke, die Kurve. Die habe ich richtig kacke genommen. Alter Schwede. Ja, aber. Colin! Das durfte ich mir erlauben. Colin, das Junge! Ich mir erlauben. Und zieh dich! Trotz kacke genommener Kurve immer noch Erster, oder was? Ja. Kurz wieder Zweiter, aber doch wieder Erster. So will ich das sehen, so will ich das sehen. Ja. Ja, das ging noch besser. Nein, nicht vorbeiziehen, du Lappen! Nein! 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 Ich habe hier den Fünften vor mir, aber irgendwie komme ich nicht ran. Sein Bronco zieht hier auf den geraden Strecken einfach weg. Ja. Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Oh, das war close. Fast überdreht. Komm, Deko, gib Gas, Bruder. Ich hab mich überdreht in der Kurve hier. Ja. Nein. Oh fuck, das wird schlecht, das wird schlecht. Ich bin eiskalt letzter, hallo. Eiskalt wieder letzter. Ich sag, es ist wieder ein scheiß Fahrfehler, Alter. Ja, da muss man echt aufpassen. Ich versuche immer wieder vom Gas zu gehen. Ich bin vom Gas gegangen. Zu bremsen, war auch eigentlich, nicht ganz reingehen. Laut der Ideallinie war ich ganz gut dabei. Ich glaube, es wird da dran gelegen haben, dass es da abwärts ging oder so gleichzeitig auch noch. Dann irgendwie der Glück nicht so da war. Oh, kämpf! Versuche mich irgendwie nach vorne zu arbeiten. Oh mein Gott, was ist das für ein Rennen, Bruder?
Komm schon, Bruder. Ja. Oh! Kim, ja, Kim, Kim! Komm, Deko, nur ich rankommen! Ich kann die Stoßstange küssen da bei ihm. Ja, sehr gut. Du musst nur rankommen. Genau das ist das Problem. Oh ja, ey, ich werd mit Abstand erster. Ja, mit Abstand. Ja, okay, ich bin wieder drinne. Oh, die war nicht gut. Oh nein. Oh, nicht labern, Marvin. Nicht labern, Marvin. Alter, die letzte Kurve habe ich so kacke genommen. Aber es reicht trotzdem für den ersten Platz, Bruder. Oh. Ich schieb hier noch mal jemanden weg. Ich habe mich noch bis nach vorne gekämpft. Minimalstens zwar nur. Guck mal, ohne den einen scheiß Fahrfehler, ne? Ich könnte wieder. Bisschen weiter vorne sein auf jeden Fall. Bisschen weiter vorne. Immerhin noch ins Mittelfeld geschafft. Wir haben gewonnen. Nice, Alter! Nice! Wir haben gewonnen. Ja, der Chor, Bruder, ne? Wir haben schon länger kein Straßenrennen mehr gewonnen. Vielleicht können wir da auch nochmal versuchen, was zu machen. Aber eben nicht mit den krassen Fahrzeugen, weißt du? Nicht S1, S2, vielleicht auch mit einem A-Tuning, weißt du? Also, ein Rennen konnten wir jetzt gewinnen. Peu à peu werden wir jetzt die ganzen Rennen, die wir damals verkackt haben, werden wir jetzt ranholen, ja? Und ich glaube auch, diesen Sprint, den hatten wir auch schon mal. Gerade in Richtung Straßenrennen hatten wir ja schon so gut wie alles, aber haben einfach immer verloren, ne? Na, wollen wir mal sehen, was hier geht. Audi haben wir dabei, den Porsche. Haben wir noch einen Toyota dabei? Nee, sind die einzigen, okay. Wir sind auf jeden Fall auch die einzigen, die hier auf komplett 800 aufgetunt sind. Die anderen waren alle bei 760 oder irgendwie sowas. Deren Fehler! Weg mit euch, ihr Lappen! Ja, was fahren die hier alle? So einen roten, was ist das? Ist das ein Ferrari? Weil der so rot ist? Oder ist das etwa Audi ist das hier alles, ne? Oh, so ein bisschen Audi. Mal mit Handbremse gearbeitet. Ja, ich hatte Angst mit Handbremse, deswegen habe ich es gelassen. Ich erlaube mir das jetzt einfach mal. Genau hinter dir. Ja. Gönn die Deko. Komm, erst und zweiter drin. Weg mit dir, du Lappen. Vorsicht! Oh, hast du gesehen? Digga, der wurde einfach mitgenommen! Du duelliert hier mit dem NPC und macht den einfach weg! Naja, er ist immer noch vorne, ne? Also er hat sozusagen gewonnen bisher. Nein, jetzt kickt er mich, oder was? Nimmt er dir übel! Ey! Wäre ja, auch ganz cool, oder? Wenn die NPCs so ein Gedächtnis hätten. Dich mach ich fertig! Und asozialer fahren, wenn man sie ein bisschen wegrammt vorher. Aber gleich haben wir eine krasse Kurve, ne? Ja, bis jetzt kann ich hier alles ohne Bremsen fahren sogar. Aber ja. Ich glaube, hier kommt eine stärkere Kurve, ja. Ja. Haben wir. Ja, fast komm, gegen den Baum gebrezelt. Zieh ich hier davon heute. Toyota Supra. Das ist deine Karte, Junge. Pass auf, ich bin die ganze Zeit Erster, gleich mache ich einen Fehler, verlassen erst einen Kontrollpunkt aus oder irgendwie sowas. Oh, da bin ich auch schon wieder Letzter. Es geht ganz schnell, hatten wir schon ein, zwei Mal auch. Oh! Die Kurve habe ich kacke genommen, ich bin jetzt Vierter. Geil, kurze Nebel-Scheiße. Ich habe verkackt bei einer 90-Grad-Kurve. Oder sogar fast 180-Grad-Kurve. Oh, da ziehen sie alle aber ordentlich, aber da ziehen sie alle ordentlich. Zieh! Aber hier kommt noch eine scharfe Kurve direkt. Scharfe ja, habe ich gesehen. Aber noch kein Grund zur Sorge. Ich bin echt luxuriös weit vorne. Die ganzen Kurven, die machen mich fertig. Rechtskurve, gefolgt von einer komplett 90 Grad Linkskurve. Da scoute ich ein bisschen für Marvin. Ja, brauche ich. Also die Kurven nehmen die NPCs auf jeden Fall noch besser. Vielleicht muss ich da wieder mehr mit der Handbremse arbeiten. Ist das Ziel? Noch nicht. 83% habe ich jetzt. Bis jetzt keine krassen Kurven mehr, aber es geht bergab. Und am Ende des Berges kommt eine starke, relativ starke Linkskurve. Okay. Aber gemütlich. Zieh! Digga! Im fucking Straßenrennen! Mit Lenkrad! Erster! Und das auch noch! Richtig geschmeidig, ey! Komm, ich will noch Zweiter werden! Komm! Was? Ich weiß nicht, welcher Platz. Dritter, Vierter? Was? Ey, ich will wissen. Ich will Vierter. Die Zeit wissen. Vierter. Digga, das muss so
so close gewesen sein. In der Zeiten, hier stehen keine Zeiten bis jetzt. Leider nicht, ne. Aber ich würde sagen, wer das bessere Tuning hatte, haben wir gesehen. Nice. Ne? War gut. Also bisher, zwei Rennen, ja, zweimal gegen die NPCs gewonnen. Was los, Digga? Na, das war nicht euer Computer, keine Angst. Okay, ich bin gut drauf. Ich habe gerade ein Rennen gewonnen, nach langer, langer Zeit mal wieder. Ich habe das gebraucht, um mein Selbstvertrauen. Du hast dein Ziel erreicht. Nächste Rennen. Bekommst du. Wir haben jetzt wieder ein Straßenrennen. Diesmal eine Rundstrecke. Was wollen wir da nehmen? Also, ich hätte wieder Bock auf meinen Toyota Supra. Ja. Aber wenn du was anderes fahren willst, können wir das auch machen. Lass uns doch nochmal A800 fahren. Wir haben doch richtig auf die Fresse bekommen. Letztes Mal. Da hattest du den Mercedes. Ja, und ich hatte den Audi. Ich werde jetzt aber wieder den Golfwagen nehmen. Und du kannst den Mercedes... Den Golf? alle Autoliebhaber rasten jetzt schon wieder aus. Du kannst ja den Mercedes nehmen. Oder, ich glaube, was hast du? Du hast auch den Golf, ne? Ja, oder mein Toyota Supra, ne? Der ist ja auch arg. Ja, ja, oder das. Aber der ist schon ein bisschen zu OP, glaube ich, oder? Der ist schon, der ist strong auf jeden Fall. Ja. Aber ich nehme den Benzer. Aus dem Fenster. Der hat zwar, also ich habe tatsächlich beim Benzer, habe ich 296 km/h Maximalgeschwindigkeit. Beim Ford Focus habe ich 390. Also es ist schon von der Endgeschwindigkeit her ein geringer Unterschied. Aber wie wir in den letzten Folgen rausgefunden haben, braucht man die Höchstgeschwindigkeit in den Rennen sowieso nicht. Die erreicht man so gut wie nie. Seltenst, ja. Deswegen habe ich jetzt für den langsameren Benzer entschieden, der hoffentlich mir ein besseres Fahrverhalten liefert. Wir werden sehen. Ach, was haben wir dabei? Ford Focus, Mercedes-Benz, Honda Civic. Guck dir mal hier unten, Alter, da kann man richtig schön durchspeeden. Ja, das werde ich mit meinem Golf wahrscheinlich nicht wirklich machen können, aber ich gebe alles! So gut wie es geht, so gut wie es geht! Alter, dass ich an den ersten schon vorbeiziehe, ja, ist schon ein Wunder. Oh, ich ziehe sogar an dir vorbei, an Mercedes? Ja, mein Benzer war ja auch ein bisschen langsam. Eieiei, Digga, das läuft ja hier. Ich versuche zu folgen. Mach es, tu es. Er rammt mich da, zieht mir fast mein Heck weg, der NPC. Gib Gas, gib Schön Gas. Langsam in den Kurven, wir wollen uns nicht überdrehen. Keine unnötigen Fehler der Zerstörung. Ja, mach es. Ein bisschen langsam fahren kann man immer aufholen. Einmal Kontrollpunkt zurücksetzen, eher so nicht. Ja, wird dann schwieriger. Bin aber auch echt dicht am... Ach, Digga, er drängt mich hier. Ach, eiskalt, diese scheiß Fahrer, ne? Die kennen da nichts. Die zählt einfach rüber und drückt einen gegen die Wand. Ich will dran vorbei. Lass mich vorbei! Komm, Marvin, zieh! Ja, ne, da habe ich wieder Queso gemacht. Muy Queso. Ja, ich sehe das schon. Ich bin nämlich genau hinter dir. Ziemlich. Okay, drei Runden, ne? Die erste haben wir. Gleich. Boah, hier kann ich aber vorbeiziehen. Da bremsen sie ab. Die kleinen Loser. Windschatten, Bruder. Gib mir deinen Windschatten, du Lutscher. Marvin und ich, erster und zweiter, dass man das noch erleben darf. Dass man das wirklich in unseren Forza Horizon brennen. BTF. Krasse Kurve. Ja. Oh, oh, da bin ich nochmal kurz gerade gefahren. Weil ich Angst hatte, dass ich einen Checkpoint verpasse. Zieh, zieh, zieh. Ey! warte, ich will auch. Warte. Ich muss mich da auch konzentrieren. Warte mal, warte mal. Warte mal. Ich habe gerade auch fast einen Fahrfehler gemacht, weil ich die Hupe gesucht habe. Ich will nicht finden, warte mal. Hier. Hier, von hinten kommen die Wikinger. Alter, richtig, richtig episch, Alter. Hier kommt sie! Geil, geiles Feeling, ey. Wird eingeholt. Oh, hier kann man richtig Gas geben am Ende. Alter Schwede. Richtig, die bremsen alle ab und wir bremsen da durch. Ah, für die Kurve sollten wir auch ein bisschen langsamer werden noch hier. Aber das geht bis jetzt hier gerade echt gut durch! Yeah. Ich bin stolz auf uns, was passiert, als wären wir oft ausgewechselt worden. Ja, by the way, für die Leute, die es vermuten, wir haben nicht die Schwierigkeit der Avatar runtergestellt, unser Gegner. Wir haben aber seitdem auch nicht mehr alles auf normal. S1 und S2 gespielt, ne? Das stimmt, ja. Und ich habe ja heute zum ersten Mal auch wieder hier die ganzen Traktionskontrollen und sowas an. Ja.
Das hatte ich ja vorher auch nicht. Und ich komme auch tatsächlich echt ganz gut klar. Habe ich das Gefühl. Ich will nicht wieder zu früh rausschießen. Mach keinen Fahrfehler jetzt, ne? Nö, sieht gut aus hier bis jetzt. Sieht gut aus. Sehr gut. Aber ich finde auch, es ist eine relativ einfache Strecke. Da bin ich schon wieder zu krass reingegangen. Ich bin richtig geil durch die Kurven gekommen, Alter. Richtig geil durch die Kurven. Das ist das Ziel, ne? Hier ist das Ziel, Bruder! Wann ist das, Muchachos? Was ist das da? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein! Digga, richtig alles rutschen gekommen! Aber auch das kann mir den ersten Platz nicht nehmen zum zweiten Mal heute! Ja. Oh, du warst direkt hinter mir. Jetzt! Hast du gesehen, wie ich rumgeschwankt bin? Ja, also ich hab gesehen, wie du langsam ins Ziel gefahren bist, sagen wir mal so. Alter Schwede, ey. Wir wären fast noch gegen so ein Haus gefahren. Guck mal, 2050 Punkte maximal, ja? Das war doch mal angenehm. Es läuft! Digga, es läuft! Jetzt können wir nochmal S1, S2 versuchen, ob wir da jetzt auch langsam besser werden. Und falls wir da auch rasieren, ne, da kann man vielleicht wirklich überlegen. Vielleicht sollten wir noch ein A noch was Rennen nehmen. Nur wir mal eine gute Folge hatten. Bevor wir jetzt bei einem S1, S2-Rennen wieder richtig reinscheißen. Also ich will meinen BMW X5 nehmen. Okay, was ist das für einer? S2. Okay, ich bin ja auch gerade S2. Guck mal gerade ganz kurz. Welches Auto hast du? Ich habe jetzt wieder meinen Lamborghini Sesto hier am Start, mit dem ich ein einziges Rennen gewonnen habe. Alter, das ist... Oh, das ist... Alter, das ist so anders jetzt gerade. Die haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Wumms hier, die Karren. Yo! Alter, sieht das geil aus! Okay, ich bin am Start. Ich könnte meinen Sesto nehmen. Ich könnte auch den nicht zugelassenen Ferrari nehmen. Ja. Oder meinen Pagani. Aber ich versuche jetzt mein erstes Rennen mit dem Lambo Sesto zu gewinnen. Du weißt, wenn du dich überdrehst, ne, nicht voll reingehen ins Gaspedal. Sonst überdrehst du dich wieder sofort. Jetzt müssen wir aufpassen, weil die anderen hatten nicht so viel Power. Jetzt haben sie auch Power. Ja, andere Liga jetzt hier wieder, ne? Come on! Descansar Dorado Sprint. BMW X5 okay. Haben wir auch dabei. Ja, da sind aber auch hier einige Leute mit getunten dabei. Dr. Emmett Brown sehe ich hier und den Matschmaus. 998, ja. Ja, das ist Maximum für die Klasse. Ja, wie schnell du bist! Was? Wie? Ja, dann aber, zieh vorbei, Bruder, ja. Los! Man weiß, ja, also in der Kurve muss ich ja auch ein bisschen. Ja. Alter, 300, okay, hier Bruder! Hier kann man durchspeeden. Da kenne ich gar nicht! Ja, 300 ist nix. Oh. Digga, ich habe mich mal dezent mit der Handbremse gearbeitet. Ja, wer rammt mich? Das war ich. Ey. Ich habe einfach zu krassen Dinger, wie ich hier wegkomme, Alter. Wer will mir hinterherziehen? Er ist unmöglich. Oh, ein bisschen in die Handbremse reingegangen, das war perfekt. Ein Sprint haben wir, ne? Ja. Ich habe gerade auch für die 90-Grad-Kurve einfach Handbremse benutzt, um einfach im 90-Grad-Winkel da so reinzusliden gegen die Wand als Führung und da wieder nach vorne durchzuspeeden. Aha, guck mal, wer da ist. Oh, da dreht er sich aber ein bisschen. Ja, hab ich gerettet. Oh mein Gott. Da kommt einer. Ja, die NPCs sind da auf jeden Fall. Ja, wir können nicht nach vorne jeeten hier. Oh, sie sind da. Oh, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Ja, komm. Digga, die Dudes sind echt krass, ey. WTF. Geht weg vor mir, ihr Lutscher. Ich hab einen Kontrollpunkt aus... Ey, nein. Come on. Nein, Deko. Ich hab einen Kontrollpunkt ausgelassen. Nein, das ist das Ziel. Komm. Und das kurz vorm Ziel. Nein, mach doch. Du Dreckiger, ich wollte an dir vorbeifahren. Es wäre der erste Platz gewesen, wäre ich nicht nochmal von hinten in den reingebrettert. Digga! Alter, aber ich muss auch ehrlich sagen, die NPCs hatten auch gut Bums drauf, ey. WTF. Ja, das war gar aber nicht so easy. Es hat nicht sein sollen mit meinem ersten Win mit dem Lambo Sesto. Aber, Win all in all. Warten. All in all haben wir gewonnen, aber trotzdem. Digga, dass ich einfach erst nicht hinkriege, mit dem Lambo Sesto mal einen Sieg abzuräumen, ne?
Aber du hast gesehen, Digga, wie er einfach nach vorne geht, ey. Ja, das ist gestört. Krass. Wheelie. Oh, ja, ein Flickflack. Ich schicke einen Wheelspin. Gönn dir. Hallo, wen haben wir? Wir kriegen... Oh. Oh ja, ich gehe an einem Legendary-Auto und zweimal 200.000 vorbei und kriege 100.000. Dann würde ich sagen, drehe ich auch nochmal. Ich habe nämlich noch, wie viel habe ich denn hier noch? 4 Wheelspins. Gehen wir nochmal kurz durch, bis wir ein Auto bekommen. Und 125.000, dann machen wir weiter. Ich hätte gern irgendwas Legendäres, ja? Nehme ich dankend an. Und wir haben diesmal den 2012er M5. Jetzt habe ich, glaube ich, schon 2 von denen. Den würde ich dann auch noch mal ganz kurz auspacken. Ich hatte auf jeden Fall mal in den Kommentaren gesehen, dass Leute ziemlich geil auf die M5er sind. Ich weiß aber jetzt nicht, welches Modell. Jetzt habe ich 2003 und 2012. Schauen wir mal. Hallo? Von innen. Zeigen Sie mir. Oh, der sieht aber auch schon lecker aus, okay? Ne? Ich mache nur Witze. Mach weiter so. Hier wieder. Ja, Dekus, reicht doch! Du Fortnite-Kitty! Ja, beruhig dich bitte, ja? Alter, wie man dich einfach von hinten angesaust, irgendwie durch die Zeit reisend, noch irgendwie am Rande sehen kann, ey. Das ist so gestört. Ja, wenn ich nur damit umgehen könnte, ne? Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da beim guten Sesto. Aber das sieht auch einfach cool aus. Aber ich finde, das ist so eine typische Karre, ja, die sehe ich immer mal wieder vor der Shisha-Bar. So eine schöne Shisha-Bar-Karre hier. Gefällt mir. Ich habe gerade einen ganz geilen Drift hingelegt. Handbremsenmäßig. Also, zusammenfassend, Deko. Kreuzung, ja bitte. Alle Rennen geschafft. Alle Rennen besiegt. Ich sag dir, wir kommen langsam nach vorne. Also in immer weniger Rennen Salz. Ich bin Erster geworden, ne? Ja, krass, ey. Also, nee, ich war jetzt im letzten Rennen Zweiter, ne? Aber ja, beim ersten Rennen war ja mit dem Ford Bronco, glaube ich. Ja. Und die beiden Rennen danach war ich Erster. Also 3 Rennen Erster heute. Ach, hatten wir heute sogar 4 Rennen oder wie? Ich glaube, wir hatten sogar 4. Oh, crazy. Wir waren richtig krass drauf, Alter. Richtig krass drauf. Ja, dann versuchen wir in der nächsten Runde weiter zu rasieren. Und versuchen einfach neue Fahrzeugtypen mal kennenzulernen. Habt ihr ja gesehen, da sind wir gerade ein bisschen am Ausprobieren. Weitere Tipps natürlich auch gerne in die Kommentare. Hoffentlich etwas weniger Salz. Bis dann, reingehauen. Ciao, 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 ciao.